So, Freunde, herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute das letzte Video in diesem Jahr. 31.12. Freunde. Wir öffnen nochmal meine Wicked League Rewards. Wir öffnen nochmal ein Icon Pack als Jahresabschluss, auch wenn das eigentlich scheiße teuer ist. Am Ende gibt es einen Rückblick, ein Abonnent oder ich glaube sogar Mod. Paints, grüße ihn raus. Also Paints Fanpage, grüße ihn raus. Er hat mir ein 20 Minuten Best-of von diesem Jahr zusammengeschnitten. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Arbeit das war. 4-5 Stunden Arbeit. Ich verlinke euch ihn mal ganz oben in der Videobeschreibung. Lasst ihn sehr, sehr gerne Liebe da, Freunde. Ist nicht selbstverständlich. Dann dachte ich, okay, wenn schon einer mir was zusammengeschnitten hat von diesem Jahr als Rückblick, werde ich es auch benutzen auf korrekt. Also seht ihr am Ende nochmal einen Jahresrückblick. Es kann sein, dass das Video über 20 Minuten geht, weil allein das Rückblick-Video von ihm, glaube ich, knapp 20 Minuten geht. Deswegen will ich mich auch kurz halten, Freunde. Danke für dieses unglaubliche Jahr. Wir hätten die 50.000 erreicht, wären wir nicht gehackt worden. Aber es ist nur am Ende eine Zahl, also darum geht es nicht. Wir haben trotzdem in diesem Jahr über 30.000 Abonnenten gemacht. Und bevor jemand fragt, ja, ich bin seit 6 Minuten jetzt wach, also deswegen spare ich euch auch gerade die Fullcam-Sicht, weil ich echt noch sehr müde aussehe. Aber wirklich, guten Rutsch ins neue Jahr, Freunde. Danke für euren Support. Es ist nicht selbstverständlich gewesen. Es war gefühlt so mein bestes Jahr, auch finanziell. Lasst zum Jahresende gerne nochmal ein Like da. Eskaliert gerne mit den Likes. Ich weiß nicht, wie viele drin sind. Ich gebe euch aber jetzt nichts mit. Eskaliert einfach gerne. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Road to 50k im neuen Jahr. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go. Okay, Freunde, wir fangen an. Wir haben ja nur bis Gold 3 gespielt. Wir fangen an mit den Rivals Rewards. Hier nehme ich die Untrade Packs, weil ich will das Icon Pack machen und hoffe jetzt auf High-Rated Stuff. Ich muss sagen, die letzten 2 Wochen hatten wir nicht eine Leinwand in den Division Rivals Packs gezogen. Eigentlich komplett unnötig, dass ich es ziehe, weil morgen das Headliner-Event kommt und dann hätte ich für morgen coole Packs. Aber ich will das Icon Pack machen, deswegen muss ich leider die Packs jetzt öffnen. Vielleicht gönnt ihr ja nochmal zum Jahresabschluss. Komm schon, EA. Erste Pack, kein Walkout. Fahr wenigstens durch. Auf korrekt. Auf korrekt. Nächstes seltenes Electrum Pack. Wieder kein Walkout. Fahr bitte wenigstens durch, EA. Es wird übertrieben. Dankeschön. Das wird ein 83er Vidal oder Aranguiz. Okay, immerhin zwei 83er. Kann man auf jeden Fall benutzen. Nicht wundern, auch im Hintergrund. Ich habe jetzt nichts angemacht, Freunde. Ich bin gerade erst aufgestanden. Deswegen. Aber Mega Pack. Jetzt aber. Walkout. Also es ist wirklich krass. Real Talk. 80er Rating aus einem Mega Pack. Ihr, wer mir nicht auf Instagram folgt, folgt mir gerne mal auf Instagram. Ich habe gestern 2 Food Drafts gewonnen. Und schaut euch mal an. Ich spoiler nicht, was ich in diesen Food Drafts gezogen habe. Gerne auf Instagram The Real Paints abchecken. Letztes Megapack, höchstwahrscheinlich auch wieder kein Walkout, perfekt. Also die Packs sind so, so krass schlecht und wieder keine Leinwand. Was ist das denn? Also ich bin wirklich in einem so tiefen Loch, seit ich Ronaldo gezogen habe vor einem Monat. Also da kommt gar nichts mehr. Aber nun gut, 2 Player-Picks haben wir, außer Rashford interessiert mich, glaube ich, da, oder ja doch, vielleicht 1, 2 coole Spieler sind noch dabei, aber erwarten tun wir natürlich aus Gold 3 nichts. Das wird, ich habe Rashford gesehen, Freunde, das wird ein 84er, nehmen wir gerne mit und das letzte Pick, oder der letzte Pick, komm, auch gut, also mal perfekt. Also ich sag's euch ja immer wieder, wenn ihr Weekend League spielt, dann spielt mindestens bis Gold 2 Richtung Gold 1, sonst lohnt es sich halt gar nicht, dass ihr überhaupt spielt. Ich habe halt bei 14.1 oder 14.2 aufgehört wieder bei Gold 3, weil ich schon spät war, aber Walkout, komm EA, gönn guten Walkout. Es war klar, dass kein guter Walkout kommt, das wird Trend, der vielleicht für 30k geht, aber ich will mich nicht beschweren, haben wir auf jeden Fall ein bisschen SBC-Futter hier, 31.000, nehmen wir auf jeden Fall mit. Hashtag alles Gute. In die Kommentare, DJ Ene hat heute Geburtstag am 31.12. Hater würden sagen, wir feiern den DJ Ene-Tag am 31. und nicht Silvester. Aber nächstes Megapack, back to back, schade. Okay, und das letzte 50k-Pack, hier schauen wir nicht, ob es ein Walkout wird. 50k-Packs enttäuschen dieses Jahr sowieso komplett. Aber das letzte Pack in diesem Jahr, was wird es? Kann es mal was Gutes werden oder nicht? Es wird Spanien, es wird ZOM, es wird Isco. Ich glaube, das waren 84er, ne? Isco, ja, 84er, okay. Somit beenden, ne, wir beenden das noch nicht. Wir öffnen noch das Icon Pack, stimmt, schon fast vergessen. Okay, Nummer 1, der SBC ist abgeschlossen. Direkt das 86er Team, Freunde. Hier habe ich jetzt 100, lass mich nicht lügen, 140k, glaube ich, bezahlt. Also eigentlich kostet die 198, hier konnten wir uns 40k sparen. Wir öffnen eben das Pack, auf der Hoffnung, wir ziehen noch irgendeine Leinwand. Aber das sieht nicht so aus. Okay, und somit haben wir auch die zweite SBC abgeschlossen, Freunde. Die war jetzt sehr teuer, ich glaube 115.000 haben wir hier bezahlt. Und jetzt haben wir halt gar nichts im Verein. Also ab jetzt müssen wir alles selber kaufen. Fahren wir vielleicht nochmal durch. Aber hier leider auch nicht. Okay, nochmal. Ich hatte 2.045.000 und jetzt bin ich bei 1,7 irgendwas. 1,73. Also wir haben knapp 400.000 schon bezahlt. Das ist jetzt das schlechteste Pack der Welt gefühlt. Also hier kann auf jeden Fall nichts drin sein. Das können wir auch wegskippen. Aber noch eine SBC und dann ist es soweit. Ich werde mir auch die Icon-Trikots anziehen, die ich noch von FIFA 20 mitgenommen habe. Ich bin aufgeregt, ich sag's euch ehrlich. Okay, ein Jahr geht mal wieder zu Ende. Ob mit Packluck oder ohne Packluck, schauen wir uns jetzt an. Ich bin gespannt. Wir haben
lass mich nicht lügen, ich glaube 300, ne, 405.000 oder so bezahlt, ne, ich kann keine Mathe, 350.000 bezahlt, so rum. 350.000 ist schon eine Menge, aber wenn wir es ansatzweise zurückholen können, also einen guten Spieler daraus ziehen können, sind die Coins auch wieder vergessen. Komm schon, ey, an DJ Enes Geburtstag, an Silvester, letzte Tag im Jahr. Wünsch uns nochmal Glück. Wir öffnen eben die 7K-Packs, mach's schnell, weil gleich kommt ja noch das 20-Minuten-Rückblick-Video. Deswegen öffnen wir das kurz. Und jetzt gehen wir ins Icon-Pack rein. Wir zählen runter. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Drei Icon-Packs, die ist FIFA gezogen. Alle drei kompletter Schmutz. Also kein Luck bis jetzt in den Icon-Packs. Komm schon, enttäusch mich nicht, bitte. Es ist krass, was soll ich euch sagen? Schon wieder, wir haben den schon gezogen. Wir haben letztes Mal Lineker gezogen. Oh Mann. Ich weiß nicht, was mit meinem Account los ist. Ich weiß nicht, ob ich den noch wechseln werde vor dem Team of the Event. Also Real Talk, das ist kein Spaß. Seit November kein 100k-Spieler mehr in den Packs. Vier Icon-Packs. Lineker, Shearer, Rush, Stoichkov. Es ist krass, es ist sehr, sehr krass. So endet das ja, Freunde. Was soll ich euch erzählen? Der Dezember war sowieso eher der schlechteste Monat von allen. Aber wir greifen ab dem nächsten Jahr wieder komplett an. Morgen Livestream, schalt gerne ein. Aber erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jetzt geht's rein ins Rückblick-Video. Let's go. Ich hab's geschafft, 99er Van Dijk. Ich hab Papa geweckt, safe. 99er Van Dijk. Leute, die Aufnahme. 99er Van Dijk. Hä? Was? Ja, die Tüte. 99er Van Dijk. Okay. Rudy, 99er Van Dijk. 99er Van Dijk. 99er Van Dijk. Ich hab KC noch laufen. Ist gut, vormachen. Ich hab keine richtige Live-Reaction, es tut mir so leid. 99er Van Dijk. Zeigt das echt ist. Wie zeigt das echt ist? Achso, ja, ich geh jetzt in FIFA rein, alles gut. Drauf, sowas passiert nur einmal im Leben. Van Dijk 99. Hier, Erstbesitzer, hier, was soll ich machen? Hier, R1, hier. Der L1? Wie soll ich das denn beweisen? Ich werde jetzt mit denen in der Weekend League spielen, Junge. Die sollen gegen mich. Wer mir nicht glaubt, kann gegen mich spielen, weißt du, was ich meine? Alter, warte, ich ruf mal Biss an. L drückt Z. Da ist es jetzt, Jungs. Wir ziehen es. Let's go. Komm, ich film für euch mit, dann könnt ihr mitschauen. Ah, bitte. Bitte was Offensives. Keine Verteidigung. Aber auch wenn nichts kommt, scheiß drauf. Am Ende, ich brauch eh nichts. Ich zieh wahrscheinlich Kreuz MS, oder? Nein, ich glaube, Bergkamp kann es auch werden. Okay, halt die Fresse, komm, scheiß drauf. Ich hab keinen Bock mehr. Was soll ich denn noch machen, Leute? Ich hab das, was mache ich denn? Ich weiß nicht, was soll ich machen? Van Dijk und Kreuz? Okay, ja. Warum nicht? Ja, warum nicht? Ich bin zwar kein Türke, hab wirklich nichts mit Fenner zu tun, aber für meine türkischen, ja, Fans, sag ich mal, oder Abonnenten, Jungs, schreibt's in die Kommentare. Seid ihr Fenner-Fan? Nosepack. Vielleicht bringt das Trikot, aber das sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Komm, jetzt fahr rein, das ist ein 50k-Pack. Ich hab nicht umsonst die Untrades genommen, let's go. Ist das eine Icon? Das ist eine Icon! Ich hab eine Icon gezogen, bitte! Ferdinand, bitte. Bitte. Prime. Das ist Prime Moore. Ich hab eine Prime-Icon gezogen, Jungs. Es tut mir so leid, mit dem Trikot. Ich hab eine Prime-Icon gezogen. Jungs, wir brauchen die ganze Kraft. Son Goku wird es hier öffnen. Als, ich glaube ja, das ist die Ultra Instinct Vision. Wer Dragon Ball Super geschaut hat, hier mit der Handfläche wird Son Goku öffnen. Und let's go. Komm schon, deine ganze Kraft brauche ich jetzt. EA, bitte, gib mir eine coole Flagge, damit ich hoffen kann. Gib mir keine Müllflagge, bitte. Jetzt wird spannend. Ey. Wir gehen rein. Wir zählen runter. 3, 2, 1. Bitte, Brasilien, Holland, Brasilien, Portugal, MS. Ich glaube, das ist gut. Makelele ist gut. Petit! Ja! Ich hab so Glück! Ich hab so Glück! Let's go! Let's go, Frankreich gibt es auch Pires und was weiß ich nicht noch alles. Makelele wäre nicht so geil. Aber Petit, Bruder, wie kann man so viel Glück haben? Müll drin. Ich werde jetzt hier mit Rating gehen. Ich nehme mal, ja, Grimaldo mit. Es kann doch nur besser werden, oder nicht? Ey, mach keinen Scheiß, EA. Ich sehe es schon kommen. Mach keinen Scheiß. Wir machen R3-Pack. Wir schauen nicht hin. So, wir schauen nicht hin.
zu öffnen ist. Wir drücken R3 und jetzt schauen wir hin. Ey, wieder Grimaldo. Bitte! Ja, okay, nehmen wir mit, ist in Ordnung. Weiter geht's, noch 3 Stück haben wir. Komm! Oh mein Gott! Scheiß auf alles, Philips! Nimm Mio Wert, das ist der Zweitbeste! Let's go, warum packt mich der Kissen so ab in der Ecke? Let's go, Jungs! Let's go! Den hat keiner von euch gezogen! Also jetzt no flex. Den werde ich safe spielen für PT. Guck mal, es ist so krank. Ich habe eben gesagt im Stream, ich würde nur 2 Spieler im Main Team zocken. Bitte, ey. Bitte, bitte, bitte. Wir gehen rein. Die Nase. Och man, bitte. Das ist so krass. Das ist so krass, Jungs. Ihr wisst, ich fühle immer zu krank und ich glaube, gerade fühle ich wieder viel zu krank. Bitte, EA. Komm schon. Belohn mich. Ich weiß nicht warum. Bitte, ich kein Torwart. Rashford, let's go! Let's go, Jungs! Let's go! Was ist, geht draußen ab? Irgendein Nachbar macht wieder Theater. Rashford! Ey, let's go! Let's go, Jungs! Ich habe sogar Hoffnung auf ein 3er-Totspack morgen. Ey, den wollte ich sogar haben. Ich dachte, wir ziehen Henderson. Sag ich schon. Gönn Luck, gönn Hack. Wir fahren durch. Oh mein Gott! 2. Pack, bitte! Van Dijk! 99er, ich hab ihn schon. Nein, nein, nein. Ich kann nicht mehr. Nein, ich hab ihn schon. Ich muss warten, Jungs, ich muss so viele Freunde jetzt anrufen. 2. Pack, 99er Virgil. Jungs, ihr habt gesehen, im 1. Skip-Pack war Ginter drin und jetzt seht ihr einmal, was im 2. Skip-Pack drin war. Ich reagiere gerade auf die neuen Lieder. Also schauen wir gerade die neuen Lieder an. Wir haben es gerade 0 Uhr. Jungs, ich muss jetzt irgendwie stumm. Ich hatte gerade Capitals neues Lied reingehört. Alter! 2x Skip-Pack, Gnabry und Ginter. Bruder, let's go. Ich habe keine Ahnung, wie ich das ins Video haue. Juli, nächstes 81 Plus Pack. Bitte, ey. Jetzt reicht's wirklich. Bitte, jetzt reicht's. Wir fahren durch. Bitte, bitte. Ja, ihr bitte. Bitte, Insigne. Ja! Burschen. Let's go! Ey, Mann. Jova! Ich höre verdient. Da ist er, Lorenzo! Eine Woche abgegeben, Chat. Scheiß drauf. Letztes Pick, wir schauen nicht hin. Es geht so schnell. Pair Picks. Wir drücken jetzt R3 und schauen jetzt hin. Was geht? Was geht? Ich bin back. Ich bin back. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! I'm surrounded by the city. Wherever I go or breathe, I know that I'ma take it with me. Look, whether I'm top of the world or top of the charts, that uptown west side. Das gerade aufnehme, das sage ich, ich weiß, in jedem Video habe ich noch keins von euch geöffnet. Also ich öffne meins immer ganz zuerst und dann gehe ich in eure Packs rein. In der Zeit könnt ihr, weil wir jetzt gerade erst 19.02 Uhr haben, noch das Pack vorbereiten eben. Ich bin gespannt. Rückblickspieler, ich habe keine Ahnung, Jungs. Ich glaube, Rückblick Firmino, glaube ich, gab es als Rückblickkarte. Aber mehr fallen mir wirklich nicht ein. Wir lassen uns mal einfach überraschen. Ich glaube, Messi, Ronaldo oder so kann es jetzt nicht unbedingt werden, aber... Uff, das ist, glaube ich, richtig gut. Wenn wir es für die SBC abgeben, ich bleibe dabei, die ist viel zu OP. Also im guten Sinne ist ja cool, aber man kann sich, glaube ich, so ein Dembélé vor allem oder ein Ribéry jetzt wirklich ganz, ganz einfach ercraften. Wir schauen mal. Können wir einen Walkout ziehen? Wenn nicht, ist es safe, ein 85er. Mal sehen. Komm schon. Walkout! Gut, Buff, der kommt schon. Frankreich. Ich steh in der Jungs! Zum Geburtstag! Unser König! DJ fucking Ene! Ich verbeug mich, DJ, du weißt. Du weißt, Bro. Chef, ich verbeug mich nochmal. Jungs, das kann doch kein Zufall sein. Unser DJ fucking Ene! Ah, let's go, Gänsehaut. Gänsehaut, schaut euch an. Gänsehaut bekommen. Krank. Wirklich, einfach nur krank. Perfekt, danach hau ich die Plätze raus. Schreibt rein, Chat, was ziehen wir? So, schreibt's rein. Ah, dann mache ich erstmal den Chatpack-Move und danach hau ich die Discord-Plätze raus. 200 IQ. Schreibt's rein. Paul, gar nichts sagen. Ich sage, warte. Ich sag Food Birthday. Oder Future Star, einen von beiden. Joe Felix, nein, halt die Fresse. Paul, halt die Fresse. Nein, nein. Nix, nein. Nein. Nein, 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 halt die Fresse. Oh mein Gott! Zu mir kommen. Mbappé, Food Birthday,
werde ich sogar vor den Tots tun, wegen seinen 5 Weakfoot. Messi, Ronaldo, let's go. Bitte, letztes Video hatten wir 92er Harry Kane. Bin ich ehrlich, war ich nicht so zufrieden, wenn ich andere Picks gesehen habe. Was wird das, Jungs? Oh, bitte Leber. Leber, ist es gut? Oh, ist das 94er? Oh, hoho, das ist, glaube ich, sehr gut. Also Rating stimmt. Sage ich euch, wie es ist. Rating stimmt, dahinter kann sich alles verstecken. Irgendeine andere Rated SBC. Und hier machen wir jetzt ein R3-Pack, Jungs. Wir schauen nicht hin. Wegschauen bitte. Und wir drücken jetzt R3 und schauen hin. Ah, falscher Portugiese, falscher Portugiese. Weiter geht's. Noch 3 Stück, komm. Nein! Es ist von Ende von FIFA, aber es juckt mich nicht. Es juckt mich nicht. Wir haben Neymar nein! Der teuerste Tots. Oh! Oder gib mir eine scheiß Icon, aber gib mir eine Moments. Einfach dieses Feeling, eine Moments mal gezogen zu haben. Lipton, Sparkling, Monte. Ich war immer da für dich. Seit 70.000 Abonnenten abonniert. Wir gehen rein. Tunnelblick, wie bei Ori. Tunnelblick, Jungs. Ist es soweit? Ist es soweit, EA? Ist es soweit? Moment! Nein! Oh mein Gott, nein! Aber let's go! Ich dachte Pelé, nein! Ich dachte Pelé, mir schwindelig. Ich dachte Pelé. Aber Sokrates nehme ich mit Kusshand. Ich dachte Pelé. Jungs, mir geht's gut, alles gut. Alles gut, ihr spielt nur ein bisschen mit mir. Den kann ich perfekt sogar einbauen. Den werde ich für Cruyff einbauen. Obwohl meine Weekend League scheiße läuft, aber egal. 93er Sokrates, wie viel kostet er? Laut geisteskrank. Das Spiel ist wirklich krank, aber dafür gönnt ihr jetzt, EA. Wir gehen nochmal zweite Mal in den Tunnelblick. Wir gehen in den Tunnelblick rein. EA, ihr wisst, nochmal Brasilien. Gönjamin-Phase läuft doch noch. Och nee, wer bist du denn? Ich dachte, der ist Yen. Oh, Moments Drogba. Nee, oder? Ja, die Karte sieht geil aus. Eine ich kann kein Deutsch mehr, Bubble. Und wir gehen rein. EA, bitte gönn. Ich bin ehrlich aufgeregt. Pack Nummer 3. Es ist nicht vieles, was ich gebrauchen kann. Bitte, bitte. Kein Sokrates. Prime Icon Pack. Let's go. Bitte. Ey. Bitte. Füllen wird abgelegt, wenn wir uns freuen müssen. Gestern Brasilien. Wir haben bis jetzt 3 Icon Packs, 2-mal Brasilien. Ich wusste, Frankreich kommt. Na, Petit. Moments, Petit. Makelele. Ja, nice. Nehme ich mit. Kusshand. Doch, mit Kusshand. Sage ich euch, wie es ist. Ihr habt mir in den letzten Wochen gar nicht gegönnt. Kappa, bevor hier jemand was kommentiert. Ich mache nur Spaß. Wir gehen rein. Nein, gönn mindestens Tots. Bitte. Keine Goldkarte. Bitte mach nicht so. Bitte gönn mindestens Tots. Ja, Tots. Jetzt gönn gute Flagge. Paulinho. Bitte. Uff. Der ist böse. Der ist böse. Ich bin ehrlich. Der ist böse. Klar, Ramos oder so wäre deutlich besser gewesen. Aber der ist sehr gut. 3 Team of the Season Spieler aus den Top 5 Ligen. Was können wir erwarten? Ich bin gespannt. Wir gehen rein in 5, 4, 3, 2, 1, go. Kommt schon. Ronaldo, Messi, Neymar, De Bruyne. Weiß ich nicht. Komm, gönn. Bitte. Hier bin ich ein bisschen aufgeregt, bin ehrlich. Oh mein Gott, so viel Potenzial. Let's go. Griezmann 96er. Let's go, ich glaube, das ist big. Ich glaube, das ist gut. 150k, 200k sollte er doch kosten, oder? Bilder markiert, die Leute, die was ziehen, haben es immer am Handy gezogen. Okay, wir haben es jetzt geöffnet. Gehen in FIFA rein, drehen Handy um. Jetzt aber. Ah, das Pack öffnet sich direkt, deswegen wir schauen nicht hin, machen R3-Pack daraus. Warte, es sollte sich eigentlich direkt öffnen, oder? Okay, wir schauen nicht hin. Drücken jetzt R3. Und schauen jetzt hin. Ah, David Silva. Noch 4 Spieler, komm. Bitte, ey.
Och nee, jetzt fängt das wieder an. Bitte! Mir wird schlecht. Ich. Zwei noch. Boom! Let's go! Let's go! Öffnendes Let's go. Bitte gönn. Komm schon. Meine letzten beide 89 Plusbacks waren Schmutz. Bitte, ey. Trotz. Ja, das sieht schon mal gut aus. Bitte, Ramos. Bitte! Ja, Ramos, let's go! Ich muss mich freuen. Ich hab Makelele abgegeben und bekomme Ramos. Hey, da sind vier Spieler drin. Einer davon 83 plus. Komm schon, bitte, Tots. Wir schauen nicht hin. Nein, sag nicht, das ist schon der 83 plus Spieler. Auch bitte nicht. Nächstes Pack. Alles gut. Von 90, also 93er, eine Auswahl. Bitte, ey. Ich nehme es gerade direkt um Freitag 10 nach 7 auf. Ihr werdet es wahrscheinlich erst Samstag sehen. Wir gehen rein ins Pack in 3. Ah, ich mache eh erstmal ein R3-Pack, also. Wir öffnen es. Komm, let's go. Wir schauen nicht hin. Ich drücke R3 und schaue in 3, 2, 1, jetzt hin. Oh, 94er Gasola. Ist das schon der Beste? Bitte nicht. Nächster Spieler in 3, 2, 1. Na, habe ich schon. Habe ich schon. Nein! Ja, die wir gezogen haben, gönnt euch jetzt die Reaction. Das war gestern in dem Pack Battle mit Tactics. Gerne nochmal das volle Video abchecken. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in die Reaktion von Kante, Totti. Gönnt euch, let's go. Ah, okay, Jungs, ich komme, let's go. Ich komme direkt hinterher gerutscht. Ich glaube, durchfahren ist normal. Okay, ich halt mal. Oh mein Gott! Jungs! Sorry, Tactics, ich muss. Mein Lieblingsspieler, den ich unbedingt ziehen wollte. Halt's Maul. Ich halt mein Maul. Bitte nicht. Halt bitte nicht, lieber Gott. Hat dann mit Coins, einfach aus Wut, weil er gerade Verlust gemacht hat, mit Coins und 50k-Pack geöffnet, hat Davis gezogen. 600k-Wert, 500k-Wert. Julian sowieso genug lag. Grüße genauso, Juli. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich muss auch eins ziehen. Und Freunde, ich habe es an der Web-App gezogen, weil er hat es auch an der Web-App gezogen. Wir waren beide in der Web-App gerade drin, weil wir da gesniped haben. Ich meine jetzt auch keinen großen Drama rum. Hier, Neymar, First Owner, Erstbesitzer. Achso, hier, moin. Falsche Szene, perfekt. Erstbesitzer, First Owner. Ich kann einmal meinen Verein tun. Mit einmal Games vor mir. Aber so viel erstmal dazu. Komm, let's go. Erstes Pack, Freunde. Wir stehen auf. Bam. EA, einmal Aufstehpack gönnen. Ich sehe so müde aus, ne? Ich bin seit wirklich 6-7 Minuten wach, aber kannst du wirklich keiner zählen? Walkout, EA. Komm schon, bitte. Bitte believen. Lozano, bitte schicken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, let's go. Hier, moin, ich mach Rede, dass keiner die Packs machen soll. Ich zieh Lozano. What? Der ist sehr, sehr gut, wirklich. Den rede ich mir auch richtig gut, weil der ist über 150k, glaube ich, noch wert. Oh mein Gott, Freund, ich musste kurz einen Cut setzen. Meine Mutter hatte mich gerufen, aber 100k-Pack rein. Ihr seht, wir halten uns gar nicht so lange auf. 100k-Pack, let's go. Wir schauen nicht hin, ob es ein Walkout wird. Also bedeutet, wir schauen hin in 5. Ein bisschen Spannung. 4, 3, 2, 1. Komm, bitte sei Walkout gewesen. Sei Walkout gewesen. Wartet, Live-Reaction von meinem Bruder. Es ist mir scheißegal, ob er gesehen werden will oder nicht. Live-Reaction von meinem Bruder, wartet. Ich stelle hier. Ja, ich setz mich doch lieber hin. Wir bleiben ruhig. Icon. Bitte. Ist Deutschkopf, ne? Baby. Baby ist Deutschkopf. Das ist nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Der ist gut. Hey, warte mal, der ist sehr, wirklich gut. Ich bin zufrieden. Man kann so viel Scheiß ziehen. Ich dachte kurz Yashin. Deswegen dachte ich, okay, soll ich zufrieden sein mit Yashin? Oh mein Gott, da sehe ich mich drin. Zahlen 1 bis 12 bitte reinschreiben. Okay. 4 steht für Lifestyle, da kenne ich nichts. Die Nase sogar. Da ist doch alles gut. Da sind wir doch da. Ich schaue nicht, ob Walkout wird. Wird eh nicht, aber man darf ja noch träumen. Wir schauen jetzt. Man darf ja noch träumen, oder nicht? Ja.
Kraft und noch träumen, oder nicht? Wie zum Beispiel, wer fällt mir ein, defensiv Vera, zum Beispiel, oder Hullet, Seedorf, ich weiß nicht, aber Hullet, Vera, sowas würde ich mitnehmen. Ansonsten, klar, die Mega-OP-Spieler brauche ich euch nicht sagen, die will jeder haben. Aber ansonsten auch eine Innenverteidigerkarte, das würde ich auch gerne mitnehmen. Gönn gute Nation, bitte, ey, kein Italien oder sowas, gönn was Geiles, gönn mir Brasilien, Frankreich. Und jetzt geht's rein ins Icon-Pack. Oh mein Gott, komm schon. EA, ihr wisst doch. Komm schon. Bitte, enttäusch mich nicht. Ich hab gut was bezahlt wieder dafür. Das ist gerade mein Leben, Real Talk. Ich bin ja noch gebannt auf YouTube, wo ich das Pack hier öffne. Das ist gerade mein Leben. Lineka ist mein Leben. 3, 2, 1. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Perfekt. Let's go. Komm schon, bitte. Walcott müsste safe sein, also da können wir ruhig hingucken. Walcott ist es 100%. Let's go. Komm schon. Bitte. Bitte, Stürmer. Wieso kein Stürmer? Hätte ich jetzt Mbappé gezogen, Bro. Oh, dahinter kann doch gar nichts sein. Varane. Kanté vielleicht, aber... Nein, wäre jetzt Stürmer gekommen. Nein, wir skippen weiter. 3, 2, 1, komm schon. Sonst haben wir aus den beiden Packs wirklich nur gefühlt Scheiße gezogen. Varane! Let's go, ich kann nicht aufstehen, ich bin im Boxershorts, ich kann jetzt nicht...